Heyo und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's mal um das kommende Plants vs. Zombies Garden Warfare DLC. Und ich habe da ein paar Infos rausgekramt und heute mit dabei ist der Ben Hatton. Hallo. Ja, wir wollen einfach euch ein bisschen was über das neue DLC erzählen, was jetzt morgen rauskommt. Genau am Dienstag, den 30. September. Und wir wollen einfach mal ein bisschen Infos erzählen, was es alles gibt, neue Charaktere, neuen Spielmodus, vielleicht sogar eine neue Karte. Wir werden es mal sehen. Ja, dann wollen wir gleich mal anfangen, ne? Ja. Weil, die erste Info habe ich schon gesagt, das DLC kommt morgen am Dienstag, den 30.09. Und zwar weltweit und die PS3 und die PS4-Version bekommt noch das Suburbanation DLC dazu, weil die haben das noch nicht gehabt. Warum auch immer. Ben, verstehst du, wieso die noch nicht Suburbanation hatten? Wahrscheinlich waren die Entwickler einfach zu faul. Ja. Oder, ja. Oder sie wollten einfach einen Grund haben, warum man sich nicht die PS-Version kaufen sollte. Ja, das vielleicht auch, ja. Keine Ahnung, okay. Ja, und das DLC ist mal wieder kostenlos. Yay! Und es gibt Charakter, einen neuen Spielmodus, ganz viele Sachen zur Customization und jede Menge Bugfixes und damit verbunden wahrscheinlich auch wieder eine neue bzw. alte Map. Ui! Es gibt über 200 neue Customizations, neue Challenges, wahrscheinlich auch endlich mal gefixt, neue Achievements, neue Missionen und neue Gartenkommandowellen. Ja, und beim neuen Spielmodus gibt es eine Art Capture the Flag Modus, nämlich den Spielmodus Taco Diebe. Und da geht es einfach darum, dass die Zombies von Crazy Dave's Taco Stand die Tacos stehlen müssen und einfach zu ihrem Abholpunkt bringen müssen. Und wenn sie dort angekommen sind, dann haben sie den Taco sozusagen gecaptured. Und wenn alle Tacos abgeliefert sind, gewinnen die Zombies. Wenn nicht, gewinnen die Pflanzen und jeder bekommt weiter Crazy Dave's Tacos. Es gibt insgesamt 7 neue Charaktere, darunter 4 Zombies und 3 Pflanzen. Mehr Anpassungsmöglichkeiten für die Plasma-Erbse, weil es gibt keine neue Erbse, weil die gibt es ja schon. Also und ich beginne jetzt einfach mit dem All-Star. Es wird diesmal ein Gold-Star mit 200 Leben, wie normal. Er hat die schnellste Feuerrate, eine sehr große Reichweite und der Zoom ist verstärkt. Also eigentlich so ein Sniper mit Automatikwaffe. Er macht ca. 6 Schaden auf kurze bis mittlere Distanz. Ja, und er ist ein Art Sniper. Einfach. Genau. Sozusagen der Sniper All-Star. Genau. Trotz Automatikwaffe ein Sniper, das ist cool. Ich find's cool. Ja. Bei den Zombies gibt's die Tarnüberraschung. Ja. Und gibt's was. Bei den Wissenschaftlern gibt's auch jemanden, der relativ weit schießen kann. Beim Ingenieuren auch. Der Maler nämlich. Und jetzt gibt's auch noch bei den All-Stars sozusagen einen Art Sniper. Muss man nur gucken, ob das nicht wirklich ein bisschen OP wird, weil 6 Schaden ist erstmal okay und dann nur noch eine schnelle Feuerrate, große Reichweite. Ja, und wahrscheinlich überhitzt das dann aber sehr schnell, also. Ja, es über. Was ich gesehen habe, ist, das überhitzt sehr schnell und der Schaden ist 6. Also, das heißt, er wird auf naher Distanz nicht höher, auf weite Entfernung nimmt er auf 5 ab. Und die Sache ist halt, man kann nicht schnell. Man kann zwar sehr schnell schießen, aber nicht lange. Das heißt, es ist so eine Art Verstärkungsfeuer von hinten. Also muss man mal gucken, inwieweit das gut ist. Beim nächsten Charakter bin ich mir auch nicht so sicher, ob der nicht vielleicht noch verändert wird. Nämlich, es geht um den neuen Soldaten, den Centurion. Der hat 125 Leben, eine Einzelschussarmbrust. Also nicht wie, wie der Superkommando die Z4-Armbrust, die einfach alle Kugeln auf einmal rausschießt. Er macht Feuerschaden und 15 bis 20 Schaden auf naher Distanz, so wie man das bisher in den Gameplays gesehen hat. Und es ist halt die Feuerversion für die Soldaten. Und da frage ich mich halt, er kann relativ schnell schießen, so wie man es im Gameplay gesehen hat. Und ob das dann mit den 20 Schuss, die er hat, nicht ein bisschen stark wird, wenn er dann nämlich Feuerschaden macht, nämlich 5 Schadenspunkte und dann noch 15 bis 20 Schaden auf naher Distanz. Es könnte so irgendwie so enden, dass der wie der Superkommando dann auf naher Distanz eingesetzt wird. Wobei er jetzt auch ziemlich Ähnlichkeiten hat mit dem Feuerkaktus, der kann ja eigentlich auch schnell ohne Delay schießen und macht auch ungefähr gleichen Schaden, also ist wahrscheinlich ungefähr das Gegenstück. Dann gibt es auch noch einen neuen Wissenschaftler, den Pantologen. Das ist sozusagen die Feuerversion der Wissenschaftler, die gab es ja bis jetzt auch noch nicht. Er hat wie immer 100 Leben und eine längere Weichreite. Reichweite. Die Weichreite. Genau, eine Weichreite. Er macht natürlich Feuerschaden, wie es für eine Feuervision üblich ist, und ca. 17 bis 25 Schaden auf kurze Distanz. Ja, also ist sogar auch eine Art Sniper. Ja. Der relativ weit schießen kann. Ja, da kommen wir zum Ingenieur. Der Ingenieur ist der Sanitär.
Er hat 125 Leben, schießt toxischen Abfall und hat dadurch auch Giftschaden. Er macht auch ein Splash Damage, nämlich ungefähr 15 Schaden und bei direkten Treffern 25. Und er ist einfach die Gift-Variante, weil der Landschaftsformer hatte zwar, sozusagen ein Ungeziefer-Spray, kann man das nennen? Was ist das? Eigentlich ein Anti-Unkraut-Spray. Anti-Unkraut-Mittel, aber er hat keinen Giftschaden gemacht und jetzt ist das wohl die Gift-Variante. Da hätte man da eigentlich auch dem Landschaftsformer einfach den Giftschaden reinpatchen können, finde ich zumindest. Ja, weil der Sanitär bietet jetzt nichts so direktes Neues, halt nur den Giftschaden, also... Ist eigentlich wie bei den Erbsen. Normale Erbsen dann das gleiche mit Giftschaden, also finde ich jetzt nicht so toll. Aber es gibt auch noch eine neue Sonnenblume, und zwar die Alienblume. Sie sieht etwas verwachsen mit so Laub aus und ist so lila im Gesicht. Hat 100 Leben und verschießt Sporenstaub. Also es ist wie bei der welche Blume war das nochmal? Bei der mystischen Blume, also es ist ja kein Dauerfeuer, sondern man muss bei jedem Schuss einzeln. Genau, nur sie kann sich nicht aufladen. Im Gegensatz genau, sie kann sich nicht Blume. Aufladen. Macht 14 Schaden und ist nachts möglicherweise stärker. Ja, also, da gab es nämlich eine leichte Anspielung, dass man sich nachts besonders vorhin in Acht nehmen soll. Darum ist es möglicherweise so, dass sie dann ein paar Schadenspunkte mehr macht bei Nacht. Genau, also muss man mal gucken, wie das wird. Also das gleiche wie Mystic Blume ohne Aufladen. Ja, und sie schießt relativ langsam. Also sie hat so ein relativ langsames Einzelfeuer. Also ist auch irgendwie so ein bisschen so sniperhaft. Weil ich habe im Gameplay auch gesehen, dass der Schaden auf weiteren Entfernung nicht wirklich stark abnimmt. Und da ist vielleicht auch so eine Art Sniper. Werden wir dann ja morgen sehen, oder? Genau. Wenn ihr das Video seht, ist es vielleicht schon da. So. Genau, wenn ihr das Video seht, dann ist es genau eine Stunde noch, bis die Wartungsarbeiten zu Ende sind. Das heißt, dann kann man nach dem Video gleich den neuen Charakter ausprobieren. Ja, und dann wären wir auch schon beim vorletzten neuen Charakter, nämlich den Schnapper. Das ist diesmal der Sumpfschnapper. Und der hat 125 Leben, wenn er nicht upgraded ist, und mit dem Upgrade 150. Und er hat einen Sumpfspray, also sozusagen wie die Feuervariante, ein Spray oder die Giftvariante, was er aus dem Mund schießt. Und die macht, so wie es aussieht, 5 Schaden pro Treffer, also ungefähr wie Gift und Feuer. Und das Besondere bei ihm ist, er regeneriert Leben viel schneller als andere Charaktere. Das heißt, die Zeit, bis die Regeneration einsetzt, ist sehr viel verkürzt, aber die Regeneration läuft genauso schnell wie bei den anderen Charakteren. Genau, und dann gibt es auch noch einen neuen Kaktus, das ist dann auch der letzte Charakter. Das ist der Jade-Kaktus wahrscheinlich. Er hat 125 Leben und er hat ein Upgrade auf 150 Leben bei ständigem Schießen. Also wenn er schießt, dann kommt er Leben dazu. Also auch was ziemlich Neues. Und die Munition explodiert beim direkten Treffer. Also wenn man in einen Spieler trifft, explodiert es sofort. Und bei Nicht-Treffern, wenn man daneben schießt, kurz danach. Das ist der erste Kaktus, der dann auch Splash-Damage macht. Und er macht dann 25 bis 30 Schaden beim Treffen circa. Ja, und dann gibt es noch ein paar neue beschwörbare Zombies und Pflanzen. Nämlich bei den Pflanzen einfach nur eine, das ist die Laserbohne. Die hat man im PS4-Trailer schon mal gesehen. Ich weiß nicht, Ben, ob du die gesehen hattest, aber nee, die war relativ weit am Anfang in der Szene, wo die Zombies auf der auf dieser Map mit dem Port, also mit dem Yachthafen. Sagt mir jetzt nicht. Wo der Teleport auf der einen Brücke ist. Wo man sozusagen angelaufen kommt und kann mit dem Raketensprung hochspringen auf diese Brücke, wo auch der Fisch hängt. Sagt mir jetzt nichts. So. Okay, da war nämlich unten drunter im PS4-Trailer die Laserbohne gezeigt. Und jetzt wurde sie endlich eingefügt. Dann gibt es 4 neue beschwörbare Zombies, aber das sind eigentlich alles bis auf eine nur Zombies, die man aus dem Gartenkommando-Modus schon kennt. Nämlich die Vampir-Zombies. Obwohl die Vampir-Zombies, die sind neu. Die sind auch neu. Ja. Dann die Background Dancer. Die Background Dancer sind einfach nur die beschwörbaren Zombies, die der Disco-Boss beschwört. Dann gibt's die Eiswichte. Das sind die vom Schatz-City, die zu dir laufen, explodieren, die ein bisschen Schaden machen, aber dich wie ein Frostpilz einfrieren. Und es gibt jetzt ganz neu den Heilungszombie. Der läuft zu Verbündeten und heilt den. Und wahrscheinlich hat er dem Aussehen nach so viel Leben wie ein Pylonen-Zombie. Und das finde ich sehr gut, weil jetzt hat das Zombie-Team auch einen mobilen Heiler. Weil die Sonnenblume kann ja ihre Töpfe hinstellen, sozusagen wie der Wissenschaftler seine Healingsstation.
Und die Sonnenblume konnte auch noch beim Rumlaufen heilen. Das konnte der Wissenschaftler nicht. Und jetzt hat man sozusagen diesen Heilungszombie, der zwar nicht so arg viel aushält, aber im Rumlaufen halt sozusagen wie die Sonnenblume noch die Zombies heilen kann. Finde ich sehr gut, dass sie es eingeführt haben. Aber dafür ist auch nochmal der Vorteil, dass dann auch jeder Spieler diesen Heilungszombie beschwören kann. Genau. Und nicht halt nur der Wissenschaftler. Wahrscheinlich wird er aber selten oder super selten zu ziehen sein. Ja. Weil es halt eigentlich nicht gut ist. Weil er ist auch in der Anzeige auf dem Niveau von den ungefähr Klo-Zombies. Also schätze ich mal, dass das so ein bisschen was damit zu tun hat. Auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Update. Die Charaktere hören sich alle schon mal sehr gut an. Und werden wir morgen mal gucken, wie sich das alles so spielen lässt. Also. Du findest das Update gut? Ja. Finde ich gut, auf jeden Fall. Muss mal gucken, ob neue Maps kommen. Wahrscheinlich nicht, habe ich bis jetzt noch nichts von gehört. Und ich hoffe, dass halt auch eine Map wieder mal im Garten- und Friedhöfe-Modus spielbar ist. Oder in der Hauptstraße. Ich habe gehört, die war mal spielbar. Ja, gab's nicht mehr. Die Hauptstraße wurde ja rausgepatcht. Das weiß ich nicht. Da hast du dann schon gespielt, als sie ist. Nee, ich habe die noch nie gespielt an den Friedhöfen. Also ich hab noch gespielt, 3 Monate oder 2 Monate oder sowas, dann wurde die Hauptstraße rausgepatcht, weil die Hauptstraße beim Endmenüspiel mit der taktischen Gurke, wo man die C4-Ladungen legen sollte, 4 Stück, hatte die einen Bug. Ich weiß nicht, was für ein Bug das war, es wurde nie wirklich was gesagt, aber deshalb wurde sie rausgenommen. Und wahrscheinlich wird sie mit dem Update jetzt wieder eingeführt, weil es sehr viele große Bugfixes angeblich gab. Und ich schätze und hoffe wirklich, dass es dann die Hauptstraße wieder gibt, weil es halt momentan nur... Wie viele Maps sind? Drei. Die mit der Sonnenblume als Endspiel. Die mit dem Kaktus am Ende. Die Villa und die Villa, mit dem genau, Hausball. Weil es gibt momentan nur 3 Maps und die hat doch als Nachtvarianten. Ja. Und mir hat die Hauptstraße auch sehr gut gefallen, eigentlich generell. Ja. Die war ich meine zweitliebste Map früher. Also hoffe ich. Mich auch sehr freuen, wenn die mal wiederkommt. Ja, ich hoffe, dass die wirklich reingepatcht wird. Und ansonsten ist eigentlich meine Meinung relativ positiv. Der neue Spielmodus finde ich gut. Allerdings frage ich mich so, ob den wirklich jemand spielt, weil die anderen Spielmodi wie Garten, Zwergbombe und Team Deathmatch oder ist dieses, sozusagen Abschuss, Obliteration und Suburbanation. Suburbanation. Hab ich Battlefield verwechselt. Genau, Suburbanation und Abschuss bestätigt spielt auch kaum jemand. Ja, also Team Deathmatch wird noch relativ häufig gespielt, aber ich wollte mal Gartenzeugbombe spielen, wurde einfach kein Spiel gefunden, war ich alleine in der Lobby, also bin ich schade, weil... Jeder spielt nur Gärten und Friedhöfe. Ja. Deshalb weiß ich nicht so, ob das so eine gute Idee ist, da einen neuen Modus reinzuhauen. Ich hätte eher vielleicht eine extra Karte gemacht, wenn Hauptstraße jetzt nicht wieder für Gärten und Friedhöfe kommt. Das werden wir mal sehen. Halt so eine... Ja, also entweder Hauptstraße oder eine komplett neue Karte, damit für den meistgespielten Modus irgendwie wieder was dazukommt. Mal sehen. Bei neuen Achievements, ja klar, ist halt neue es gibt neue Charaktere, somit kann man auch neue Achievements bekommen. Nach dem Motto, töte mit den neuen Fähigkeiten oder sowas ein paar Leute. Ja, bei neuen Missionen, die man halt zum Leveln braucht, bin ich mal ein bisschen so einigermaßen gespannt. Ich hoffe, dass wenigstens die Missionen gefixt werden, weil es halt manchmal so Sachen gibt wie als Zombie fresse oder verschlinge 5 Zombies. Das ist eigentlich eine Schnapper-Mission, die kriegst du als Zombie trotzdem. Dann musst du dafür einen Sternüberspringer opfern. Das ist ein bisschen kacke gemacht. Darum hoffe ich, dass so Sachen rausgepatcht werden. Ja, und bei den Spielcharakteren halt... habe ich schon so angedeutet, ich bin da nicht so begeistert, weil es sind fast nur Sniper und oder Feuervarianten. Der Ingenieur ist meiner Meinung nach unnötig, weil man das Gift einfach dem Landschaftsformer geben könnte. Und die Sonnenblume ist auch... Eine Mischung aus Mystikblume und Schattenblume, von daher sage ich auch so, am meisten braucht man nicht unbedingt. Interessiert mich da wirklich der neue Kaktus, also ja. Kaktus, der beim Schießen Leben dazu bekommt und Splash Damage, also ist ganz was Neues. Und auf jeden Fall der Centurion und der All-Star. Ja, also, der Kaktus ist bei mir auch so der Charakter, auf den ich mich am meisten freue, weil ich halt sehen möchte, wie Splash Damage und explodierende Sachen auch mal beim Kaktus wirken und nicht nur bei einer Erbse, wie zum Beispiel bei der Plasma-Erbse. Da bin ich mal wirklich gespannt, wie das so miteinander wirkt. Ja, und beschwerbare Zombies finde ich, wie schon gesagt, sehr positiv, vor allem den Heiler-Zombie, weil halt endlich die Zombies einen mobilen Heiler haben. Und bei den anderen sage ich, ist eigentlich ja meistens nur so, dass aus dem Gartenkommando-Modus die Zombies jetzt auch beschwerbar gemacht wurden. Wobei ich auch denke, dass es einfach nur neue Designs sind, weil es gibt ja
Die ersten paar Zombies, die Braunmäntel und die Hütchen-Zombies halten ja nicht sonderlich viel aus. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass sich beim Vampir-Zombie oder beim Background-Dancer da viel ändern wird. Also, die werden ungefähr gleich sein, nur halt anders aussehen. Ich denke mal, die werden einfach größtenteils aus dem Gartenkommando-Modus rüber konvertiert. Ja. Das ist ja nicht viel. Die Daten sind ja eigentlich die gleichen, die müssen halt vielleicht ein bisschen angeglichen werden, aber der Rest ist ja einfach eine Konvertierungssache. Ja, daher, ich glaube nicht, dass da viel Neues kommt, außer das Design halt. Also. Ja, das ist so. Am besten finde ich halt noch den Hylox-Zombie und den Kaktus, das sind eigentlich die Hauptsachen, auf die ich mich sehr freue. Ja. Das ist einfach, ist auch, ich finde durch das Update wird es auch ein bisschen fairer gemacht, vor allem halt Richtung, wegen diesen Heilungszombies. Ja, weil die Sonnenblume konnte mobil mit ihrem Strahl heilen. Genau. Ja. Der Wissenschaftler halt nicht. Ja, die Zombies sind einfach umgekippt, wenn die keinen mobilen Heiler hatten. Wenn sie weg waren, wenn eine Erbsenkanone und eine Sonnenblume zusammen ankamen und du warst allein mit Wissenschaftler ohne Heilungsstation, dann warst du warst tot. Du konntest nichts machen. Ja. Es war einfach so, wenn du wirklich nicht viel, du hättest viel Skill gebraucht und eine gute Waffe, zum Beispiel Meeresbiologen. Ansonsten kannst du das vergessen. Und jetzt hast du halt diesen mobilen Heilungszombie, der sozusagen dann die Arbeit der Sonnenblume für dich übernimmt. Ja. Ja. Möchtest du noch was dazu sagen? Nee, ich habe meine Meinung ja schon erzählt. Ja, und ich habe eigentlich auch alles gesagt. Dann werden wir morgen sehen, wie das Update läuft, ne? Ja, morgen nach den Wartungsarbeiten. Genau, die Wartungsarbeiten, kann man vielleicht noch dazu sagen, sind von 8 Uhr bis 14 Uhr unserer Zeit. Das heißt, 6 Stunden lang sind die Server down. Also bis 2 Uhr sollten die meisten ja noch wahrscheinlich in der Schule sein oder sonst irgendwas zu tun haben. Also. Ja, und dann sollte eigentlich alles wieder funktionieren. Mal sehen, ob PopCap bzw. EA da diesmal pünktlich ist. Weil in letzter Zeit, immer bei Updates, wenn ich irgendwas hatte, was auf Zeiten angesetzt waren Ubisoft und EA immer unpünktlich. Und da bin ich mal gespannt, ob es da jetzt ein bisschen pünktlicher wird. Aber okay, dann werden wir morgen sehen, wie das Update so funktioniert. Und wenn ihr noch irgendwelche Meinungen oder Infos zu den Charakteren und neuen Sachen im DLC habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich interessiere mich immer dafür, was ihr darüber denkt. Oder würde ich sagen, auf jeden Fall auch lesen. Ja, du bist auch lesen. Du bist ja sowieso immer dabei. Ja, ich bin immer da. Immer der Kino. Immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.